Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute zocken wir mal ein bisschen in Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 rein und schauen uns erstmal das Tutorial an. Ja, ich habe damals Tony Hawk's Pro Skater 3 auf der PlayStation 2, müsste es gewesen sein, gespielt. Und ich fand's sehr geil. Hey, willkommen zu meinem neuen Spiel. Du hast also das Tutorial gefunden. Das ist eine super Stelle, um sich mit dem Konzentrier ja, gut. Dich auf die Grundlagen. Ich lasse ihn jetzt mal. Also man kann sich das ja durchlesen, was er so erzählt, ne? Wir überspringen das alles mal ein bisschen. In dieser Lektion Skater bewegen. Ich habe das Tutorial schon mal eine Runde gespielt. Jetzt geht's erstmal darum, zu den Dingern hier hinzufahren. Ne, ist klar, Tony Hawk. Dürfte vielen ein Begriff sein, ne? Skater. Ganz viele Spiele gibt's davon. So, jetzt holen wir uns nochmal das Tape. In dieser Lektion und dann geht's zum ersten oder zur ersten Lektion. Der Olli. Halte beim Skaten die Olli-Taste gedrückt. Ja, der Olli ist ein ganz normaler Sprung. Ich selber hatte auch mal ein Skateboard. So, zack. Da. Können wir hier nochmal machen. Können wir auch nochmal machen. Wow. Den hätten wir fast nicht gestanden. Oh nein. Und üb noch ein bisschen oder such das nächste. Nein, Tony Hawk ist mega geil. Also ich habe es damals immer gefeiert. Ich konnte es nie richtig, aber ich habe es damals auch schon immer gefeiert. Spring nach oben und tippe gleichzeitig auf die Flip-Trick-Taste und schließe. So, den Flip jetzt durch. Machen wir ein paar Flip-Tricks. Lief ja schon mal richtig gut. Zack. Zack. Und zack. Da wollte ich auf Risiko gehen. Zack. Siehst du so wieder. Das war krank. Üb einfach nochmal. Also wie gesagt, ich bin überhaupt kein Pro in diesem Game. Aber ich habe es trotzdem immer wieder gerne gespielt. Gerade so dieses Graffiti-Ding damals fand ich mega geil. Rot gegen Blau. Ups. So, jetzt müssen wir die nächste Kassette finden. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? War sie hier? Ne, hier war sie nicht. Wo war die nächste Kassette? Schauen wir uns mal ein wenig um. Ich kenne diese Stage hier auch überhaupt nicht. Wie gesagt, Tony Hawk's Pro Skater 3 habe ich damals gespielt. Und da sah das Ganze ein bisschen anders aus. Ach, da hinten. Jetzt sehe ich's. Warte mal. Da fahren wir über die Seite hier rein. Wow. Alter, ich komme richtig hart klar. Meine Fresse. Steh auf. So, jetzt nochmal. Alles klar. Alter, weißt du, ich sag noch. Also so schlecht bin ich nur auch wieder nicht. Warum man mich hier nicht so hinstellt. Um einen Pool zu verlassen, los geht's. Drücke und halte die Oben-Taste, wenn du über die Lip des Pools skatest. Ein Ollie auf der Pool-Lip mit einem Ollie-Skater aus. Das haben wir ja quasi eben schon gemacht. So, gut siehst gemacht. Du, das kriegen wir auch das hin. Gleich noch mal. Oder geht zum nächsten, so, nächste Tape, Kassette. Um die nächste Lektion zu starten. Ich finde das auch cool mit den Kassetten, weil damals hat das ja noch Sinn ergeben. Damals war das ja alles noch auf Kassette und quasi selbst aufgenommen alles und so. Kümmern wir uns um die Vert. Als Vert-Rampe dient jeder Untergrund eine Ebene. Je näher du der Lip zu, wenn du seitwärts lang, hol dir von einer Vert. Wuhu. Das ist es, mehr soll ich nicht machen. Wow. So viel zum Thema, mehr soll ich nicht machen. Gut gemacht. Ich das gleich haben wir da auch hingekriegt. Schöne Sache. Um die nächste Lektion zu starten. Die Skate-Spiele habe ich, warte mal, ich glaube, ich hatte in ein Skate reingespielt. Skate 3 oder so hatte ich, glaube ich, für die PlayStation 3. Aber an Tony Hawk kam es nicht ran. In dieser Lektion geht es um Grab. Spring hoch und tippe gleichzeitig die Grab-Trick. Wenn so, du die können wir auch machen ohne Probleme, denke ich mir. Wow, okay. Und gar kein Problem. Üb noch etwas, wir meinen jetzt hier auch nur die lockere Variante, ne? Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen Tutorial und so. Und es gibt auf jeden Fall ganz viele Leute, die jetzt sind alle besser als ich. Mach für einen, je nachdem, kombiniere die. Aber ein bisschen was möchte ich hier auch gerne zeigen, spielen.
So, haben wir doch easy peasy gemacht. Zack, können wir auch. Und zack, können wir auch. Uhuhu. Gar kein Problem. Das war krank. Deswegen gegrindet. Grinden konnte ich damit sowieso immer am besten. Wenn du so weit bist. Alles andere konnte ich nicht, aber gegrindet habe ich immer. So, wo haben wir die nächste Kassette? Achso, hier. Jetzt lernst du Manuals. Tippe beim Skaten oder Landen die. Oh ne, den mag ich überhaupt nicht. Die oben mit der genau wie bei den finde ich richtig öde. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hinkriege. Ja. Das haben wir schon mal gemacht. Den finde ich total zum Kotzen. Weil es nicht immer funktioniert. Ich habe es jetzt zum Beispiel, mache ihn gerade wieder. Und jetzt will er ihn wieder nicht. So verändert. Jetzt. Das ist nämlich auf Steuerkreuztaste nach oben und dann ganz schnell nach unten drücken. Fantastisch! Bleib hier und üb das noch ein bisschen er, oder such das nächste Tape, um eine neue Lektion zu starten. So, nächste. Wo ist der nächste? Da hinten wieder rein. Wuhu! Jo. So, warte da. Ja. Kommen wir jetzt zum Lip-Trick. Für einen Lip-Trick musst du mit gedrückter Grind, so, damit der Lip-Trick okay. Halt die Balance, mach einen kombinier Skate. Dann ist er doch, den er will, ne? Okay, das war er nicht. Aber das hier ist er. Du musst übrigens immer zur Innenseite wegkippen. Jo, das wollte ich nicht. Du kannst es natürlich auch so abbrechen. Mann, das will ich doch gar nicht. Hier. So, und jetzt kippt er zur falschen Seite weg, deshalb lasse ich ihn zur anderen Seite wegkippen. Fantastisch. Man kann das auch nochmal anders unterbrechen, indem du X drückst oder sowas. Aber jetzt will er offensichtlich die ganze Zeit grinden, dann soll er doch. Diese ganzen Tricks machen wir sowieso nachher noch in den einzelnen Levels. Hier lernst du Wall Rides und Wallys Cascade. Wall Ride ist auch ganz geil. Bringt aber, glaube ich, auch nicht so viele Punkte, ne? Zack. Hammer Tricks! Üb noch etwas, damit sich das festsetzt. Oder mach weiter so, mit dem nächsten Tape. Da hinten haben wir wieder die nächste Kassette. Da gehen wir über die Seite hin. Jo. Das ist natürlich blöd. Jetzt. Da. An dieser Stelle befassen wir uns mit dem Drück direkt nach der Landung auf einer Rampe in einem Pool oder in einer Halfpipe die Reverb-Taste. Mit einem Reverb probier ein paar. Warte mal. Will er den hier? Warte mal, hä? Was will er jetzt von mir? Ach so, okay, doch den. Damit wir quasi bei der Landung direkt die Drehung haben. Okay, okay. Damit hast hat du die gut funktioniert. So, nächste Kassette bitte. Als nächstes lernst du ein paar fortgeschrittene. Gaps sind versteckte Trickbereiche, die deiner Combo zusätzliche Bonuspunkte sind. Gaps gibt es in allen Formen und Größen, also achte auf interessantes Gelände. Könnte eine Gap sein. Spring von der Rampe voraus über das Rail in den Pool um die Bullet Bowl Gap. Das war natürlich die falsche. Warte mal, wo war das jetzt? Hier vorne war das. Über den hier, oder wie? Hä? Bin ich jetzt blöd? Das war krank. Okay, jetzt habe ich ihn einfach andersrum gemacht. Na gut. Tape, wenn du so weit bist. Nehme ich. Gar kein Problem. Da hinten ist die Kassette wieder. Die holen wir uns doch gerne. Jo, bumm. Der wie das Board fliegt. So. Die krönenden Moves deines Skates. Wenn du schnell Punkte erzielst, füllt sich die Spezialanzeige. Ach so, ja, ja, die ja. Anzeige auf, tippe mit. Wenn du willst, füll die Spitze. Das ist... erstmal die Nummer, dass wir hier ein bisschen tricksen müssen. Um die Leiste voll zu kriegen. Und dann müssen wir uns nochmal... Ich muss mir mal kurz den Dings angucken. Ne, warte. Wo war das? Hier, den hier sollen wir mal oben und einen Kreis.
Oben und ein Kreis, okay. Okay, hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. So. Und jetzt. Oben, unten, Kreis. Wow. Jetzt müssen wir nur noch stehen. Dann klappt das. Wenn wir hier überhaupt irgendwann mal wieder irgendwas stehen. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso stehe ich denn jetzt hier gar nichts mehr? Also so eine Phasen habe ich denn auch mega oft. Dass ich das denn... Das war er nicht. Oben, unten, Kreis. Das ist er auch nicht, weil wir falsch geflogen sind. Oben, unten, Kreis. Okay, hat er nicht gemacht. Oben, unten, Kreis. Das Meine Fresse, ey. Beim letzten Mal habe ich es besser hingekriegt, obwohl ich ihn beim letzten Mal zum ersten Mal gemacht habe. Den kannte ich überhaupt nicht. So. Ja. Okay, wir müssen die Leiste auch voll kriegen. Er will nicht. Oben, unten, Kreis. Jetzt. Nein, verdammt. Da hat er sich falsch positioniert. Nein. Möchte er nicht. Alter. Wieso positioniert er sich denn jetzt immer so doof? Ich glaub's nicht. Ist es egal, wann ich die scheiß Richtungstaste loslasse. Er positioniert sich immer irgendwie doof. Jetzt. Oben und Kreis. Ja, geht doch. Hammer, meine Trick. Fresse, ey. Üb noch etwas, damit sich das festsetzt. Oder mach weiter mit dem. Das schon, ich hab auf einmal alles au. alles wieder verlernt. Nicht mal das blöde Tutorial kriege ich hin. So. Hier erfährst du alles über Kombos. Die höchsten Kombos. Ey, mit Kombos kannst du mich auch jagen, ne? Als wenn ich irgendwelche Kombos hinkriege. Oh, Street Fighter will auch haben. Seht ihr das? War eine Kombo. Das war die krasseste Kombo, die ich drauf habe. Mehr Kombos kann ich nicht. So. Weil man dafür auch diesen Manual braucht, weißt du? Wenn du so oben, unten und dann stellt er sich so komisch aufs Board drauf oder sowas. Das ist so als Übergang oder so, aber das war alles für den Arsch. 10.000 Punkte? Na los, komm. Ich mach jetzt hier 10.000 Punkte, das ist doch gar kein Problem. Als ob ich das nicht hinkriegen würde. Wuhu! Yay. Nice. Du hast das Tutorial. Oh, ich hab die 10.000 schon voll. Alles klar. Okay. Gut. Ich hab was für dich dagelassen. Zack. Wuhu. Nö. Wuhu. Boom. So, gib mir nochmal das nächste Tape. Wo haben wir denn ein Tape? Oder bin ich jetzt schon durch? Nee, ne? Wo haben wir ein Tape? Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen... Alter, wie ich das Board genauso hinschiebe, wie es nicht soll. Bin ich jetzt blöd? Habe ich das Tutorial jetzt gepackt oder was? Hätte ich ihm vielleicht mal zuhören sollen. Warte. Tutorial-Lektion. Okay, wir haben das Tutorial komplett abgeschlossen. Und ja, ich habe das Tutorial auch schon mal gespielt. Das war vor 2 Tagen? Vor 2 Tagen. Vor 1 oder 2 Tagen. Ich weiß es nicht mehr genau. Einfach um mal zu gucken, ob ich überhaupt noch Tony Hawk zocken kann. Ich hatte vor einer Weile mal die Demo kurz hochgeladen. Da ging es mir, also da haben sie mir ein bisschen, sind sie mir auf den Sack gegangen wegen der Musik. Deshalb habe ich hier auch die Musik rausgenommen. Ja, ansonsten haben wir jetzt mal kurz in das Tutorial reingespielt von Tony Hawk. Und werden definitiv noch ein paar weitere Folgen aufnehmen und ein paar weitere Folgen zeigen. Und... Ja, jetzt zeige ich hier nochmal den einen oder anderen Trick, um zu zeigen, dass ich wirklich ein bisschen aufs Maul fliegen kann. Meine Güte, ey. So, geht da. Wuhu! Meine Fresse, ey. Jumps! Und Jumps! Na gut. Also so ein paar Tausender kriege ich den auch zusammen. Ich bin mit Sicherheit kein Profi. Ich habe, wie gesagt, auch schon Ewigkeiten kein Tony Hawk mehr gespielt. Whoops. Und man kann gar nicht wieder aufhören, wenn man angefangen hat. Aber gut, jetzt an dieser Stelle machen wir einen Cut. Ich hoffe, ihr seid dann bei den nächsten Games bzw. bei den nächsten Strecken wieder mit dabei. Und bis dann sag ich einfach mal ciao.